baby, I'm hot like a prodigal son. The Outer Banks, paradise on earth. Was geht ab YouTube? Mein Name ist Dominik, ich bin Powerlifter und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich nehme das Intro hier gerade am Montag auf für das Woche 5 Video, weil ich es nicht mehr gestern geschafft habe, in Woche 5 quasi noch was aufzunehmen, weil die 12er-Schichten ja waren. Deswegen nehme ich das jetzt noch gerade auf und packe das hier an den Anfang des Videos. Genau, ihr werdet ja im Laufe des Videos sehen, die beiden Trainingseinheiten, die sehr gut liefen, schon mal vorweg. Gewicht läuft auch. Am Sonntag hatte ich morgens nüchtern 93,5 Kilo. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Es läuft auf jeden Fall alles. Die Kraft hat überhaupt keine Einbußen dadurch genommen bis jetzt. Also super geil. Sind ja jetzt auch nur noch, ja jetzt heute vom Montag gesehen, 5 Tage bis zum Wettkampf. Ich bin mega hyped. Gewicht läuft auch, Kraft läuft. Genau, in dem nächsten Video werdet ihr auf jeden Fall noch die Opener sehen. Dazu werde ich am Ende des Videos auch nochmal ein bisschen was anteasern, schon mal, was euch da so ungefähr erwarten wird. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt erstmal gleich in der Samstageinheit, in dem Training. Viel Spaß mit dem Video wünsche ich euch schon mal. So, im Gym angekommen am Samstag, stand erstmal pausiertes Kniebeugen auf dem Plan. Hier im ersten Clip 165 Kilo für 3 Wiederholungen. Erster Satz lief sehr geschmeidig. Ja, danach stand noch ein 4x3 auf dem Plan. Hier gleich im nächsten Clip zu sehen mit 170 Kilo. Eigentlich wollte ich ein bisschen höher noch gehen, aber ich habe dann lieber die Pause noch etwas länger gemacht und auf Tiefe geachtet, weil mehr war nach der 12er-Schicht heute leider nicht drin. Deswegen bin ich dabei geblieben und die 4 Sätze waren aber auch sehr gut. Also von daher kann man sich nicht beschweren übers Kniebeugen, zumal die Pause auch echt lang war für meine Verhältnisse, muss ich sagen. Danach stand noch kurz pausiertes Bankdrücken auf dem Plan. Hier der erste Single mit 115, super luftig. Danach der zweite Single mit 120, auch der schwerste für das Training, auch sehr geschmeidig. Also so einfach ging die noch nie hoch. Und danach war dann noch ein 3x2 mit 112,5 Kilo auf dem Plan. Also Bankdrücken lief ultra gut, hätte ich nicht gedacht nach dem pausierten Beugen. So, Training ist zu Ende. Jetzt wird sich noch ein Shake gegönnt. Jetzt fahre ich gleich noch nach Hause. Nach der 12er-Schicht war ein hartes Wochenende. Ja, wie gesagt, 2 12-Stunden-Schichten gehabt. Danach jeweils noch Training. Gestern pausiertes Kniebeugen. Das hat übel getötet mit diesen doch noch längeren Pausen als sonst. Das gleiche heute beim pausierten Kreuzheben. Da habe ich versucht, die Pausen auch noch mal länger zu halten, weil der Coach es so in den Plan geschrieben hat. Hat auch nicht gebumst, aber ich fühle mich sehr sicher. Genau, nächste Woche kommt noch das Video, ja, mit der Dienstags- und der Donnerstagseinheit, wo quasi, also Dienstag auf jeden Fall die Opener gemacht werden. Auch in Singlet. Und Donnerstag müssen wir mal gucken, je nachdem, wie das Training am Dienstag lief und wie ich mich fühle etc. Wird vielleicht Donnerstag nochmal ungefähr so ein ähnliches Training gemacht oder eben nochmal ein leichteres Training. Müssen wir mal gucken. Genau, dieses Video war jetzt ein bisschen kürzer, weil ich kaum Zeit hatte, irgendwas aufzunehmen. Wie gesagt, in 2 Tagen mal kurz 24 Stunden gearbeitet, dann noch Training damit rein, Schlaf, Ernährung. Ja, war alles sehr anstrengend, aber Training lief auf jeden Fall sehr nach Plan. Gerade wenn man überlegt, dass die 12er-Schichten vorher waren, war ich doch überrascht, wie gut es ging. Gerade das Bankdrücken gestern und heute auch nochmal das pausierte Heben. Ich habe die Beine gut gemerkt von gestern, vom pausierten Beugen, muss ich wirklich sagen. Aber es lief alles. Also von daher, ja, ich fahre jetzt noch nach Hause. Dann gibt es gleich noch mein Post-Workout-Meal. Dann gehe ich wahrscheinlich noch ein bisschen spazieren, wenn es nicht regnet. Ja, dann duschen und dann gehe ich auch schon schlafen. Na, ich schneide noch ein Video hier weiter. Mal gucken, was ich hier aus dem Videomaterial, was ich jetzt in den 2 Tagen sammeln konnte, was sich da rauszaubern lässt, weil es eben nicht so viel war. Aber wie gesagt, mal gucken. Genau.
Und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen auf Montag nochmal, obwohl das ja theoretisch schon zu dem anderen Video gehört. Aber, naja, vielleicht um es ein bisschen zu füllen. Mal gucken. Ich werde mal gucken, wie ich's mache. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause und dann schneide ich am Video nachher ganz in Ruhe. Jo. So, dann noch vom heutigen Tag das pausierte Kreuzheben. Hier mit 190 Kilo für ein 3x3. Liefen echt gut. Die Pausen waren deutlich länger als letzte Woche beim Heben. Das hat man natürlich gemerkt, gerade auch da ich noch die Oberschenkel gut gemerkt habe, also den Muskelkater von pausierten Kniebeugen gestern. Aber trotzdem, alles in allem, wie gesagt, sehr sicher gefühlt, auch wenn die schwer aussahen oder sich angefühlt haben. Aber ich habe alles reinbekommen nach Plan, auch die Assistenzübungen danach. Also damit geht die Woche 5 auf jeden Fall sehr erfolgreich zu Ende. Ja, nächste Woche wird es dann schon richtig ernst, ne? So, jetzt sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich habe gesehen, Training lief richtig gut. Die letzten beiden Einheiten noch aus Woche 5. Ja, waren sehr geschmeidig. Genau, Opener stehen jetzt schon mal fest für nächste Woche. Kann ich schon mal anteasern. Die Dienstagsvideo zu sehen werden sein. Und dann eben wahrscheinlich auch auf dem Wettkampf. Und zwar haben wir uns entschieden im Kniebeugen so mit 200 bis 205 einzusteigen als Opener. Wie gesagt, in der Beuge 200 bis 205, da Drittversuche 225 bis 230 angepeilt sind, was auch realistisch ist. Dann auf der Bank soll der Opener 115 werden, da dort im Drittversuch so 125 bis 130 angepeilt sind, eher 130 natürlich, wenn es gut läuft. Und im Heben ist Opener 225 angepeilt, da der Drittversuch so um die 260, 265 liegen soll, was auch alles realistisch ist, damit dann am Ende ein Total ja, von so 610 bis 620 vielleicht drin ist, was auch realistisch ist auf jeden Fall, keine Frage, weil die letzten Wochen liefen super gut, aber ich sehe da keine großen Probleme. Wir werden mal gucken, wie gesagt, wo wir dann am Ende liegen, aber ich denke mal, mit den angepeilten Openern steigen wir sehr niedrig ein auf jeden Fall. Weil wir entschieden haben, in den Erst- und Zweitversuchen eben die Kraft zu sparen. In den Erst- und Zweitversuchen die Kraft zu sparen und dann die PRs in den Drittversuchen zu holen und damit dann den Sack zuzumachen. Ja, die Meldeliste ist ja jetzt raus. Gegner sind recht stark. Erster Platz wird wohl wahrscheinlich nichts werden. Aber das Ziel ist einfach, wie gesagt, diese 6,10, 6,20 total für mich persönlich zu machen. Und vielleicht nochmal aufs Podium zu kommen. Nicht vielleicht, sondern Ziel ist es, aufs Podium zu kommen. Ne? Also mindestens eine Medaille wieder mit nach Hause zu nehmen. Ja, und alles Weitere wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Ich bin sehr optimiert. Ich bin sehr optimistisch, weil wie gesagt, die Kraft in den letzten Wochen ging nochmal ordentlich nach oben. Gewicht eher niedriger gegangen ist auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt auch schon fast bei Wettkampfgewicht. Wie gesagt, am Sonntag hatte ich ja jetzt morgens 93,5 Kilo, was schon mal quasi auf Wettkampfgewicht ist. Ja, also seid gespannt auf das nächste Video mit den Openern und dann noch der Donnerstag-Einheit, wo wahrscheinlich je nach Feeling nochmal Opener gemacht werden oder ein bisschen leichter, ich weiß noch nicht genau. Ja, und dann halt danach eben noch auf den Wettkampf selber. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, was ihr denkt, ja, wo ich landen werde vom Total, von den Einzelgewichten her in den Übungen und vielleicht auch Platzierung. Ja, lasst gerne ein Abo da, Like da, kommentiert und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Donnerstag, wenn das nächste Video rauskommt. Bis dahin, haut rein.